Es war eine ganz fantastische Wanderung, die wir als Familie in den Bayerischen Alpen unternommen hatten. Allerdings hatte ich mich mit der Entfernung verschätzt. Ich hatte meinen Kindern gesagt, in 10 Minuten wären wir am Ausgangspunkt. Doch es sollten noch weitere 10 Minuten folgen. Meine Kinder waren vollkommen fertig. Ich habe dann die Große an die Hand genommen, die Kleine saß sowieso in der Kiepe, und den Jungen auf die Schultern gesetzt. Das waren die längsten 10 Minuten meines Lebens. Irgendwie fiel mir das wieder ein, als ich den Impuls des Tages las und dort auf einen Satz des großen Königs David traf, den er am Ende seines Gebetes spricht. Dort heißt es: Hilf deinem Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie ewiglich. Auch der große König David hat viele Menschen getragen und ist irgendwann mit seiner Kraft an ein Ende gekommen. Deshalb überlässt er es Gott, dem Allmächtigen, dem, der mit seinen Kräften nicht haushalten muss oder an ein Ende kommt. Ihm vertraue ich auch mein Leben an und ehrlich gesagt auch das meiner Kinder. Und wenn ich mit meinen Kräften am Ende bin, sind sie in den besten Händen. Und jeder andere natürlich auch.